Schall, eine Größe, die unsere Comedians jetzt hoffentlich zeigen werden. Na. Tietje und Oliver, ihr seid jetzt zwei Polizisten, die Barbara verhören, denn Barbara war böse. Sehr, sehr böse. Du würdest wahrscheinlich jetzt gerne erfahren, was du verbrochen hast, aber setz doch einfach mal den Kopfhörer auf, setz dich mit dem Rücken zu uns und musst es dann gleich selber herausfinden. Aber das weiß sie ja, dass sie das herausfinden muss. Schau, da sitzt sie und es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Hier ist das, was ihr Barbara vorwerfen sollt. Sie hat André Rieu an seiner Geige festgetackert. Der alte Mensch heißt Ich Frau. Weiß nicht wie und ich weiß auch nicht warum. Ja. Ich finde es gut, aber ihr findet sicher die Einzelheiten jetzt gleich raus. Nehmt ihr doch den Kopfhörer ab und bin mal gespannt, was Barbara zu sagen hat. Liegt hier noch alles rum? So, Barbara, du musst jetzt dazu stehen. Zu dem, so, was du getan hast. Den kannst du dir anziehen. So, sie gehört euch. Ich würde sagen, nehmt sie hart ran. Frau Schöneberger. Ja. Das kann jetzt eine ganze Weile dauern. Oh ja. Sie können natürlich Ihren Anwalt anrufen, aber bevor Sie das tun, habe ich nur ein einziges Wort. Warum? Ja, Gott. Also, jeder in diesem Land hat im Prinzip sich das gewünscht, dass es passiert. Und ich hab's getan. Schreiben Sie die Situation. Wo haben Sie ihn getroffen? Ich habe ihn getroffen, als ich die Straße überquert habe und in eine Bäckerei gegangen bin. Und da ist er direkt vor der Bäckerei praktisch an mir vorbeigelaufen. Und dann haben Sie auf der Straße diese furchtbare Tat begangen, vor allen Passanten? Nein, nein, ich habe ihn dann noch verfolgt ins Schwimmbad. Ins Schwimmbad? Er ging ins Schwimmbad und ich wusste, da ist er mir ein leichtes Opfer. Haben Sie denn grundsätzlich was gegen Holländer oder nur gegen ihn? Sagen Sie mal, hat er denn eine Badekappe getragen? Ich meine, mit den ganzen Haaren im Schwimmbad, das gibt ja eine Riesensauerei, da verstopft ja jeder Gulli. Ja, ja, er wickelt sich, bevor er ins Schwimmbad geht, in einen Müllsack ein. Und ich habe mich dann unter Wasser mit einem Tauchgerät ihm angenähert. Haben nicht andere versucht einzugreifen? Da sind doch noch andere Leute im Schwimmbad, das kann doch nicht wahr sein. Es gab mehrere ältere Damen, die ihn schützen wollten. Das kann ich machen. Das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Ja. Die sagten Sachen wie, nicht er, nicht er, er hat uns so schöne Musik geschenkt. Ja, wohl wahr. Aber sagen Sie nur noch mal, wie haben Sie es handwerklich ausgeführt? Mit welchen Geräten haben Sie es gemacht? Schweißbrenner. Oh. Schweißbrenner kommt da gar nicht in Frage, der verkokelt doch alles. Unter Wasser vor allem. Stimmt. Den habe ich dann auch draußen liegen lassen und habe Kettensäge mit ins Wasser. Mit der Kettensäge! Verstehe! Und er hat sich gewehrt? Ja, natürlich, es war ekelhaft. Ach. Und er hat mich immer angeguckt und gesagt, nein, nein, bitte nicht, ich habe noch so viele Fans, ich habe noch so viele Lieder. Lieder? Lieder. Glieder. Glieder. Es gibt noch so viele Frauen, die ich glücklich machen möchte. Aha. Ein bunter Strauß an Melodien, was? Aber ich sag Ihnen was. Und er hat immer mit seiner Geige gefuchtelt. Aha. Und das haben Sie nicht mehr ertragen. Nein. Kann ich mir vorstellen. Das haben Sie nicht ertragen. Aber sagen Sie mal, wie Sie sind jetzt vorgegangen, mit welcher Tatwaffe? Arbeiten Sie im Büro oder? Sie meinen wegen dem Stempel, den ich versucht habe, ihn... Nein! Das ist eine ganz andere Geschichte. Nein, ich habe ihn... Sie müssen die Tatwaffe aus irgendeinem Büro geholt haben. Da hat der Kollege völlig recht und das werden wir Ihnen auch nachweisen. Ich habe diesen Locher... Lach! Haben Sie nur mal Futter bei der Ziege, hä? Okay. Locher. Ich habe eine Büroklammer nach der anderen durch sein Ohr gesteckt und dabei wenig Erfolg gehabt. Deswegen habe ich... Lineal und Bleistift, ein Zirkel und die... Sagen Sie mal, gehen Sie in Ihrer Mittagspause essen? Vielleicht chinesisch oder zum Ithaka? Ein
Speer? Der war gut gewesen. Ein Speer? Hättest du mal aufgepasst. Was haben denn die? Ithaka. Ithaka. Ja. Ithaka. Bei Dali Dali hätte man gesagt, das I müssen wir abziehen. Taka? Wen an was getackert, Frau Schöneberger? Wen an was getackert? Ich habe André Rieus Finger an der Geige festgetackert. Na, ja! Ja!